Jetzt wird es erstmal sportlich. Chrissy und Ramin, wenn aus Freunden Konkurrenten werden. Leider muss man das so sagen, denn seit Anfang Januar tritt Fitnesscoach Dr. Christine Theiss bei The Biggest Loser, Leben leicht gemacht, gegen Trainer-Urgestein Ramin Abdin an. Beide sind in dieser Staffel also Teamchefs und versuchen ihre Kandidaten eben schneller, schlank und fit zu bekommen. Ob darunter auch ein klein wenig die Freundschaft leidet zwischen den beiden, das können wir jetzt klären. Sie sind nämlich live bei uns im Studio. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. War das erstmal ein komisches Gefühl, als ihr festgestellt habt, aha, okay, klar, Freunde seit vielen Jahren, aber jetzt geht's ums Eingemachte. Wir haben im Vorfeld gesprochen. Also wir wurden gefragt, ob wir das machen, ob wir uns das vorstellen könnten. Und dann haben wir miteinander gesprochen, haben uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt, das halten wir aus. Ja, eine Freundschaft muss sowas auch aushalten tatsächlich, sonst ist ja auch nichts wert. Hat sich denn jetzt wirklich was verändert in der 15. Staffel zwischen euch? Oder ist das auch gar nicht eingetreten? Wir sehen uns häufiger. Wir sehen uns häufiger. Wir sehen uns häufiger am Set. Wir haben denselben Leidensdruck. Nee, tatsächlich würde ich eher sagen, es ist noch intensiver geworden, weil man jetzt noch mehr Dinge teilt. Und es gab schon so manche Situationen, wo wir einfach nur nebeneinander saßen. Und wir können wahnsinnig viel kommunizieren, indem wir schweigen. Weil wir die ganze Zeit verkabelt sind und manchmal wollen wir ja nicht reden. Und das wir wollen nicht immer alles jedem erzählen. Das kennen wir das hier tatsächlich auch sehr gut. Man muss ein wenig aufpassen, wenn man sich dann zu wohl fühlt, dann erzählt man gern mal alles. Genau. Jetzt ist die Biggest Loser-Zeit, das Biggest Loser-Team ja auch wirklich etwas sehr Intensives, etwas sehr Emotionales. Man begleitet ja da Menschen wirklich gerne mal rein in ein wirklich neues Leben. Also das ist ja nicht einfach nur so ein kurzer Abschnitt und dann hört's auf, sondern da kann sich alles verändern für diese Kandidaten. Gibt es auch Momente, in denen ihr eigentlich von vornherein feststellt, der wird's oder bei der wird's jetzt ganz schwierig oder so? Ist das möglich, das im Vorfeld einzuschätzen? Nee, also ist es nicht tatsächlich, weil da passiert so viel bei den Menschen, dass von jemand, der vielleicht zu Beginn sich da gar nicht findet, im Laufe der Zeit jemand wird, der sich eben findet und da eine Veränderung erzielen kann. Heißt, man kann eigentlich, man muss völlig ohne Vorurteile rangehen und muss dann manchmal auch feststellen, dass derjenige, von dem man weniger erwartet hat, sich richtig zum absoluten Zugpferd aufbaut? Ja, definitiv. Also das Vorurteile sind sowieso grundsätzlich problematisch. Und man muss die Menschen einfach so nehmen, wie sie sind. Man muss ihnen zuhören und dann versuchen, gemeinsam den Weg zu finden. Und ganz oft klappt es und manchmal klappt es eben auch nicht. Was bekommen die Leute denn da, was sie zu Hause nicht schaffen? Ich meine, die melden sich ja da an, nach ja offenbar jahrelangem ja auch Leidensdruck mit in ihrem Körper zu leben. Mhm. Warum schaffen sie das zu Hause nicht und können es dann aber mit euch umsetzen? Weil sie Zeit bekommen. Sie bekommen Zeit primär für sich, um sich mal mit ihrem Projekt auseinanderzusetzen. Mhm. Sie bekommen Zeit natürlich auch mit uns. Und sie bekommen natürlich auch klare Richtlinien. Okay, so funktioniert's, so wollen wir es machen als Team. Ist keine Einbahnstraße natürlich. Ne? Wer hat dich besonders beeindruckt in den letzten Jahren? Also mich haben viele wirklich beeindruckt im Laufe der Zeit. Aber also Valentina zum Beispiel hat mich beeindruckt, weil sie durch ihre ja fast schon sture Herangehensweise an die Sache sich da so durchgesetzt hat. Das ist verdammt schwer. Aber auch jemand wie der Ole, beide haben ja Biggest Loser gewonnen, haben mich sehr beeindruckt, weil der halt eine wahnsinnige Disziplin gezeigt hat von Tag 1. Toll. Christine, ist dir jemand ganz besonders im Kopf geblieben? Also ich war in den letzten Jahren noch die Camp-Chefin und da sind mir zum Beispiel so besonders hängen geblieben der Christos. Der Christo, der hat all die Jahre sein Gewicht gehalten, trotz wirklich schwerer Rückschläge, familiär und da nicht in alte Verhaltensweisen zurückzufallen, das zeugt von sehr viel Reife und Disziplin. Und auch Siggi, sie war schon über 50, als sie zu uns kam und jetzt überholt sie mich regelmäßig beim Joggen im Park. Das ist sensationell. Ich finde das auch immer wieder wirklich faszinierend, dazu zu gucken, weil man ja auch, also ganz am Anfang hat man ja manchmal das Gefühl, die kennen ihren Körper gar nicht. Ja? Die können ja kaum rennen. Also selbst das Rennen fällt schwer. Gar nicht nur wegen des Gewichts, sondern wenn man das so lange nicht ein Bewegungsablauf gefühlt, den man gar nicht so richtig verinnerlicht hat. Und diese Metamorphose, die manche Menschen da durchmachen, das ist wirklich faszinierend. Haben es Männer oder Frauen schwerer? Kann man das sagen? Gibt es da einen Unterschied? Also ja, tatsächlich ist es so. Natürlich hat ein Mann hat um die 40% mehr Muskelmasse als eine Frau. Ja, aber wir haben ja schon oft gesehen, dass Frauen auch
ganz hervorragend da abliefern, weil sie eben in anderen Bereichen einfach punkten. Zum Beispiel Disziplin, ja, wo sie dann wirklich erfolgreich sind oder erfolgreicher sind. Ich würde fast sagen, also bei dem, was wir jetzt machen, sind die Chancen recht ausgewogen. Also ich würde ja fast sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also in der Phase bei uns tun sich die Männer oft leichter, weil die so Wettkampftypen sind. Oh, Tag X und bis dahin hau ich alles raus. Aber langfristig, über die Jahre hinweg, haben die Frauen ganz oft die Nase vorne, weil sie disziplinierter sind, weil sie immer noch eher die Chefin sind über Herd und Kühlschrank und ziehen das dann oft konsequenter durch. Und darum geht es am Ende ja auch. Natürlich will man die Show gewinnen, aber man will ja auch das Leben verändern. Wenn da jetzt jemand draußen sitzt, der sagt, oh, seit Jahren sitze ich hier und eigentlich gucke ich da ständig zu und denke, das könnte mir auch gut tun. Was kann ich denn machen? Ich kann mich quasi bei einem offenen Casting einfach bewerben, oder? Ja, es geht schon wieder los. Richtig, genau. Mega. Und zwar am 13. April ist ein offenes Casting in Köln. Schanzenstraße 41A bei der Red 7 ab 10 Uhr. Und wer noch Informationen braucht, einfach auf die Sat1-Seite gehen, da Internetseite. Da wird man dann weitergeleitet zu dem Bewerbungslink. Und diesmal nicht nur Einzelpersonen, sondern auch gerne Familie, Freunde. Packt sie ein, geht gemeinsam hin, zeigt, warum ihr zu uns sollt. Und ja, wir freuen uns drauf. Das finde ich richtig toll. Ich glaube, das kann eine tolle Motivation sein und dann einfach ein paar Stunden Fahrt auf sich nehmen nach Köln. Und dieser Tag kann alles verändern, liebe Zuschauer. Also gerne mitmachen und heute Abend einschalten. 20.15 Uhr nochmal so eine kleine Motivation abholen. The Biggest Loser, Leben leicht gemacht. Natürlich auch mit Christine und Ramin. Freuen wir uns drauf. Wir freuen uns. Wir auch. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.